Bis nachher. Bist du auch dabei, Jane? Cool. Ich suche mal den Einstieg. What makes a good pilot? A brief introduction by Reva. Wie gesagt, den Punkt will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir haben uns immer nur die Hardware angeguckt. Heute mal so ein bisschen mehr die Software. Was wir denn so machen können? Was macht einen guten Piloten aus? Was macht einen Piloten überhaupt aus? Und in welche Bereiche teilt sich das? Ich kann mir vorstellen, dass das Thema tatsächlich so umfangreich wird, dass es sich auf zwei Tutorials sich verteilt. Wie egal, kommt da noch eine kleine Anekdote? Es kommen einige Anekdoten heute. Es wird kein anekdotenfreier Abend, ich verspreche es. So, das war nur mein Cheat-Sheet hier. Womit geht's los? Bei den einen so, bei den anderen so. Ein großer Teil von uns Piloten macht tatsächlich unsere, mehr oder weniger, wir werden sehen, Christian. Ein Riesenteil davon sind natürlich unsere kognitiven Fähigkeiten. Also was bringt man so an Fähigkeiten mit? Wie kann man Kopf rechnen? Wie läuft es so mit Deutsch und Englisch? Wie ist das räumliche Vorstellungsvermögen? Was kann man so gleichzeitig machen? Da kommen natürlich super viele Sachen zusammen. Es gibt zwei Möglichkeiten sozusagen, ja, ins Cockpit zu kommen. Die eine ist der Weg, der da sitzt. Das ist nämlich der Raum vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, wo zum Beispiel die Lufthansa ihre Piloten aussuchen lässt. Oder es geht der Weg über die private Flugschule. Das weiß ich nicht mal. Haben private Flugschulen Einstellungstests? Eigentlich nicht, ne? Weil man bezahlt es selber. Deswegen ist es denen nur wichtig, dass du dein Geld wahrscheinlich bezahlst. Ich glaube, die haben keine Einstellungstests. Wenn es jemand besser weiß, lasst es mich wissen. Nur medizinische, danke Marcel. Aquila, doch, gibt's schon. Aber nicht so umfangreich, ne? Lexa, ich würde fast sagen, Soft Skills sind wichtiger als der Rest. Fliegen, SOPs kann man lernen. Die einen schneller, die anderen langsamer. Soft wird schwierig. Mhm. Lexa, kommen wir noch drauf. Also so mein Plan ist quasi einmal so, was kognitiv so ein bisschen reinspielt. Dazu habe ich jetzt auch so ein paar Sachen, die dann da eben überprüft werden. Und die ganze Social-Seite wäre das zweite, also alles, was so mit sozialen Kompetenzen zu tun hat. Oh Gott, sowas Ähnliches nennt sich Schule. Das ist nicht die Schule, das ist der Raum vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, wo du hin musst, wenn du zum Beispiel zur Lufthansa möchtest, um den Test da zu machen. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass da am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum anders geprüft wird als bei einer Flugschule, wo man selbst bezahlt, weil, ne? Das ist ja viel. Ich verspreche euch, so werden wir hier nie fertig. Oh, MCK hat auch eins gekriegt. Oh, da freue ich mich aber. Nee, Max. Unendlichen Dank. Vielen, vielen Dank für 5 Community-Abos. Vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Abos. Style-Polizist, Kano, Relikt, Münze, Dadirk und ganz besonders freut mich das für MCK. MCK, herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, Nemex. Mega von dir. Dankeschön. Das sieht aus wie bei einer LAN-Party. Emotion-Fan, moin moin. Ich weiß die wichtigste Eigenschaft. Wer will denn hier fertig werden? Ich habe Zeit. Ich habe heute auch Zeit. Ich habe auch massiv Zeit. Vielen, vielen Dank, Nemex. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, so sieht es aus. Am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Vielfältige Tests. Zur Lufthansa bist du insgesamt 4 Tage am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Hast da noch einen medizinischen Test. Wie gesagt, wie die Einstellungstests für die anderen Airlines aussehen, kann ich euch nicht genau sagen. Ich weiß, bei der Swiss, das hat auch sehr viele Stufen. Aber wenn man es privat macht, dann weiß ich auch nicht, wie es aussieht. Spacebar, hooray. Das Bild zeigt die Testphase. 50 Menschen Community-Flug. Also das, was ich mit Volkaistus im Shared Cockpit gemacht habe, mehr Team und Kommunikation geht gar nicht. Oh, Christian, das wäre auch mal ein Stream-Thema. Toni, bist du schon im High-Mile-Club? Keine Aussage. Ich verweigere die Aussage. Die allerwichtigste Eigenschaft, er muss seine Airline kennen. Emotion-Fan. Oh Mann, und dann tut er noch so, ne? Ah, Deutsch, Englisch, Koordination, Reaktion, räumliche Vorstellung, Konzentration, Mathe, Physik, Kopfrechnen und so weiter. Man wird da einmal, was die kognitiven Fähigkeiten angeht, ziemlich viel durch die Mangel genommen. Let's have a look, ihr Lieben. Let's have a look. Wir gucken uns mal ein paar Tests an. Wer kennt den?
Also jeder, der sich mit dem mit dem Test vom Deutschen Luftraumfahrtzentrum beschäftigt hat, kennt ihn mit Sicherheit. Nuru, du hast einen Flug nach Dubrovnik verpasst und jetzt sind wir so ein bisschen dabei. Du kennst den. Hab dich jetzt auch auf YouTube abonniert. Schoki cool, vielen, vielen Dank. Das hilft unfassbar. Da bekomme ich posttraumatische Belastungsschwüre, wenn ich das sehe. Aquila, das ist gar nicht so schlimm. Und warum posttraumatisch? Hattest du schon mal ein Trauma? Sowas ist so ein typischer Test. Ne? Also, ihr seht es, die Zahlen, es gibt verschiedene Uhren und die haben immer 8 Stellen. 4-mal DLR. Nee. Okay, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Aquila, du hast zu Recht posttraumatische Belastungsstörung. Das ist so ein typischer Test. Es gibt dann immer vorher eine Prämisse, zum Beispiel, man muss immer alle Zahlen sagen, wo die Zeiger stehen, und dann heißt es einfach Prämisse schwarz. Schwarz würde bedeuten 5, 5, 5, 5. Wäre jetzt relativ einfach. Es kann aber auch zum Beispiel sein, die Prämisse eckig, da müsste man alle Eckigen vorlesen. Oder es gibt Doppelprämissen, zum Beispiel rund und schwarz, dann ist es 5, 5. Oder weiß und schwarz, 7, 5, 4. So ein typischer Test halt. Das kennt ihr. Ah. Oh, mein Oh Gott, du Armer. Aquila, ich fühle das. Würfelklappen. Good luck, ihr Lieben. Ich will eine Zahl lesen. Ich will eine Zahl im Chat. Ich will die richtige Zahl im Chat. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren im Einstellungstest. Ich glaube, der geht... Oh, ich weiß nicht mehr, wie lange es geht. Es sind 20 oder 30. Harter Flashback. Ja, ich hatte auch Flashback, aber mir hat das Spaß gemacht, muss ich sagen. Mir hat das super Spaß gemacht, dafür zu üben. Mir hat das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dafür zu üben. Und, 1. 4. Weiter geht's. Also, ich weiß es nicht, ne? Ich habe nur meine Meinung. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht, welcher richtig ist. Ich glaube nur zu wissen, welcher richtig ist. Wir können das ja hier so ein bisschen nachmalen. 1, 4, 5, 3, 2. Läuft. 4? 4? Warte mal, ich muss mal gucken. Nee, also 4 ist es nicht. AstroConsti sagt 3. 3. Nee, die 3 ist es auch nicht. 3 ist es auch nicht. Ich nehme die 1 zurück. 2. Der ist gar nicht so leicht, ne? Jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Also ich bin auch bei 5. 2? Nee, die 2 ist es nicht. Die 3. Ich zeige euch das im DC. Also ich bin ja bei der 5. Ich bleibe bei 5. Ich bin auch bei der 5. Wartet mal kurz. 2. Mein Stift. Nemex, wie viel Zeit hat man dafür? Ich glaube, du hast eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Ich verstehe nicht mal die Frage. Technik, welche Würfelklappe ist die richtige? Du siehst hier oben einmal aufgeklappt. Wartet mal. Das hier ist aufgeklappt, quasi. Und einer der Würfel passt quasi richtig. So, nehmen wir mal, wir sagen die 2. Die 2. Ich sehe die 2 nicht. Es sei denn, der wäre sehr kompliziert. Also ich muss ja sagen, ich sehe die 5, weil, also wenn wir uns den hier angucken, dann sind es... Oh Gott, ich muss es ein bisschen kleiner machen. Ich hoffe, so sieht man es auch noch. Sekunde. Genau, also der liegt ja hier. Der liegt schon genauso da. Der klappt nach unten. Das wäre der hier. Und der Würfel würde einmal so rübergehen. Dann würde er so aussehen. Richtig? Und wenn der so aussieht und dann einmal komplett rumgeklappt wird, würde er so aussehen. 5 ist falsch. Klar. Wie, nee.
Doch. Die drei Hai? Meinst du? Ich bin bei der 5. Der Einzelne ist an den zwei Dichten. Warte. Der Einzelne? Nein. 5 nicht! Also die 2 ist es auf gar keinen Fall. Naja, ihr seht, die 3, du bist immer noch bei der 3. Warte mal, warte, ich muss es mir, ich muss die 3 checken. Nee, also die 3 kann es nicht sein, weil der hier bei der 3, wenn das so ist, würde der hier quasi einmal gedreht werden. Und würde dann quasi so aussehen hier. Also der müsste dann so sein. Weißt du? Weil der dreht sich. Also die 3 ist es definitiv nicht. Die 2. Wartet. Aber der hier zeigt auch auf den. Das heißt, der müsste dann hier, der müsste doch hier sein. Wir halten fest, du hast es im Piloten geschafft. Im Zweifel zählt er das längste. Say 5. Also ich bin bei der 5. Ich bin auch bei der 5. Weil das hier stimmt. Auf jeden Fall. Weil der wird so rangeklappt. Das heißt, der hat den hier. Und hier oben. Und der wird ja hier rangeklappt. Das heißt, der würde so aussehen. Und dann so rumgeklappt werden. Und wenn der hier so steht, dann zeigt er ja so auf den hier. Also genauso, wie es hier aussieht. Gut. Du bleibst bei 1. Es gibt kein Lösungsheft. Nein, ich weiß die Lösung nicht. Ich weiß nicht die richtige Lösung. Ihr sagt auch 1. 3 ist es nicht. Mist. Großartig. Ich habe nämlich, witzigerweise, habe ich die Würfelklappe gesehen und dachte mir so, Kacke. Die ist gar nicht so leicht. Halten wir fest, wir sind alles verrissen. Das Feld ganz links müsste 180 Grad. Marcel, wo bist du denn? Marcel ist bei der 1? 1 kann es nicht sein. Rätsel mit Toni sollte der Stream heißen. Marcel sagt der 1. Warte, lass mich mal gucken. Die ist halt auch. Boah, die 1 ist aber auch schwer herzuleiten. Also, wenn es die 1 ist, ist das unfassbar gemein. Pass auf! Pass auf, ich biete euch an. Ich bastel diesem Würfel nach und morgen zum Streambeginn genau aufzeichnen, ausschneiden, zusammenklappen. Dann wissen wir es. Genau, Punk, das wollte ich gerade sagen. Und dann gucken wir uns das an. Der liegt auf dem mittleren Feld. Ist das ein Deal? Gut, so lange wollte ich mich nicht damit aufhalten. So machen wir es. Morgen ist Stream, morgen ist Freitag. Ich weiß mittlerweile, welche Tage sind. Morgen ist Freitag, morgen ist Stream. Ich verspreche euch, morgen zum Streambeginn werden wir diesen Würfel nachbauen. Und dann sehen wir das. Dann sehen wir uns das an. Approved. Mal sehen, was noch kommt. Dann wird es ein Bastelstream. Nein, das ist die war auch wirklich schwer, die Klappe. Ich habe mir die nämlich angeguckt und dachte mir so... Also ich sehe ja zuerst die 5, aber gut. Wohin geht's morgen? Schoki, cool, das sehen wir mal. Eine Cessna schmeißt ein Paket aus dem Flieger. Wie fällt das? 1, 2, 3 oder 4? Erkennt man das? Ja, ne? Jetzt aber die 3. 2. 4. 3. 3. Die erste Frage beim Beispiel, das habe ich schon gemacht. Im Internet, sehr gut. 3 oder 4, kommt drauf an. 3. Wie ist der Wind? Egal wie es rausfällt, immer von vorne. Genau. Die 3 auf jeden Fall. Ne? Hängt von der Dichte ab. Okay, die Dichte nimmt ja in der Regel mit dem Sinken zu. Deswegen bin ich auch bei der 3, muss ich sagen. Ne? Weil am Anfang fällt es ungefähr gleich. Dann irgendwann durch den Windwiderstand nimmt es ab und deswegen fällt es weniger nach vorne. Deswegen macht es den Bogen nach unten. Also da bin ich auch bei der 3.
Das fand ich noch ganz witzig. Einfach so ein Mini-Physik-Ding. Die Kugel rollt da runter. Wie passt es? Geschwindigkeit nimmt ab, Beschleunigung zu, Geschwindigkeit zu, Beschleunigung ab, Geschwindigkeit nimmt zu, Beschleunigung nimmt zu, Geschwindigkeit nimmt ab, Beschleunigung nimmt ab. Kognitive Fähigkeiten? Wir müssen einen kleinen Überblick kriegen. Ihr habt denselben Test gemacht. Wo der Pfeil hin zeigt. Astrokonsti. Gute Frage. Nix. Kommt auf die Beschaffenheit der Rolfern an. Beschleunigung nimmt zu und Geschwindigkeit nimmt zu. Ja, also ich wäre hier auch bei Geschwindigkeit nimmt zu und Beschleunigung nimmt ab. Denn am Anfang ist der Weg ja hier steiler. Das heißt, die Beschleunigung ist größer, als wenn der Weg flacher ist. Also Beschleunigung bleibt gleich. Beschleunigung bleibt nicht gleich. Da der, wenn wir uns das mal so angucken, das ist ja keine Ebene, sondern du siehst ja hier, dass das so gedacht ist. Und umso gerader es wird, desto kleiner die Beschleunigung. Moin, wo hast du die Fragen her? Einfach geguckt. Also da das hier abnimmt, wird die Beschleunigung kleiner, bis sie null ist in der Ebene. Und die Geschwindigkeit nimmt halt zu. Deswegen frage ich nach der Richtung der Beschleunigung. Ja, die Richtung ist ja so einfach der Vektor quasi. Und die Geschwindigkeit nimmt logischerweise zu, solange Beschleunigung ist, und dann am Ende ab. Wenn Endgeschwindigkeit erreicht ist, dann beschleunigt nichts mehr. Das stimmt. Cool, noch einen kleinen. Zwei kleine habe ich noch. Und dann geht's in den interessanteren Teil. A oder B? A oder B? Bei den Fragen brauche ich Bier. Nuru ist gleich vorbei. Geh gleich in den Social-Teil, dann wird's ein bisschen entspannter. Das ist eine Fangfrage in technischer Mathematik gewesen. Ach, tatsächlich. Ich hätte Pulse machen müssen. Genau, es ist A. Ne, warum? Also, das geht nach oben. Wenn das nach oben, das geht nach oben, dann dreht sich das so rum. Wenn sich das so rumdreht, dreht sich das andersrum. Das geht nach oben. Dann dreht der so rum und dann dreht der andersrum. Nach links. So rum. Was war denn jetzt die Antwort bei der letzten? Beschleunigung nimmt ab, Geschwindigkeit nimmt zu. Seht denselben Fall, das ist A. Genau. Also das geht nach oben, dann rollt das nach rechts und das dann... Achso, ich will hier mal andersrum machen. Aber weil der so rumrollt, geht der dann quasi so rum. Also andersrum. Ne, weil der ja sich so gegeneinander dreht. Gut, einen habe ich noch für Technik. Eins oder zwei. Wirklich die guten Tests von der... Also die habe ich einfach im Internet irgendwo gefunden, aber es sind so typische Tests. Eins oder zwei? Muss selber nochmal gucken. Ja. Eins, zwei. Eins. Probieren wir mal die Eins. Die Eins geht so rum. Richtig? Also so rum. Das heißt, die drehen sich gleich. Der dreht so rum. Das heißt, der dreht auch so rum. Das heißt, der dreht auch so rum. Ne? Einmal überkreuzt. Das heißt, der dreht andersrum. Der dreht so. Wenn der so dreht, dreht sich der hoch. Also würde sich das so drehen. Also, Number 2 ist korrekt. Genau. Kleine Sachen hat man sich unfassbar lange bei der Lufthansa mit beschäftigt. Ja, läuft. Also, beim Einstellungstest der Lufthansa hat man sich da unfassbar lange mit beschäftigt.
Man weiß ja nicht, ob man angenommen wurde. Das war mein Test-Highlight. Guckt es euch an. Das macht richtig Bock. Das ist ein kleiner Simulator. Das wollte ich euch nur einmal zeigen, weil ich das so aus der kognitiven Seite mir am meisten Spaß gemacht habe, weil es so eine Kombination aus allem ist. Ihr könnt euch vorstellen, ihr setzt euch in einen kleinen Simulator. Sieht genau so aus für euch. Hier unten habt ihr einen Track. Den müsst ihr nachfliegen. Dafür habt ihr eine kleine Stoppuhr und die ganzen anderen Instrumenten, die hier sind. Hat jemand gerade seine Firma verraten? Nein. Ich habe gesagt, dass ich beim Lufthansa-Test war. Ich habe nicht gesagt, dass ich angenommen wurde. Aber dass das der Lufthansa-Test ist, das wissen ja alle, oder? Hiermit bestätige ich deine Aussage. Es passt kein Würfel. Großartig. Weiter im Text. Beim Lufthansa-Test macht man das Ding hier auch. Man fliegt so einen Track hier unten nach und hat dafür Zeit. Beziehungsweise macht das Ganze mit einer Stoppuhr. Das hat super Bock gemacht. Man ist dabei komplett verkabelt. Man hat so einen Atemgurt um, also womit man aus Einatmung, das wird getestet, also wie atmest du? Du hast so einen, diesen fürs Blutdruck abnehmen um den Arm, womit gecheckt wird, wie dein Blutdruck ist, und du hast auch noch ein Pulsmesser dran. Das Witzige dabei ist, die fragen dich mehrfach, was du, wie es dir geht dabei, und das ist halt ziemlich mies, weil, wenn du nicht ehrlich bist, die kriegen das sofort mit, ob du die anlügst oder nicht. Was halt ziemlich witzig ist, weil, wenn es gut läuft, musst du denen sagen, dass es irgendwie gut läuft. Und wenn du aufgeregt bist, dann ist es auch eine super Idee zu sagen, hey, ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt. Weil die wissen eh, wie du dich fühlst. Die wissen ganz genau, wie du dich fühlst. Die haben alle Daten vor dir. So. Ja, und dann fliegt man wirklich, dann spricht man einmal den Test durch. Also man sagt, ne, es geht hier eine Minute geradeaus. Dann 30 Sekunden, 90 Grad nach links. Und so versucht man dann immer weiter diesen Test, diesen Track quasi abzufliegen. Und das macht man viermal mit vier immer schwereren Flügen sozusagen. Man hat hier unten natürlich kein Flugzeug, das einem zeigt, wo man ist. Das ist halt ein bisschen bitter, weil man das nur nach den Instrumenten und nur nach der Uhr fliegen kann. Das heißt, dieser Text, dieses Bild wird dann natürlich ohne Flugzeug angezeigt. Das heißt, man weiß nicht, wo man ist. Und macht den wirklich sehr, sehr cool. And many more. Was hilft davon am ehesten im Alltag? Was hilft von dem ganzen Zeug, was wir uns gerade angeguckt haben, am ehesten im Alltag? Nur mit Uhrzeit und Kompass, also richtig, Marcel. Nur mit Uhrzeit und Kompass. Was von unseren kognitiven Fähigkeiten hilft uns am ehesten mal so im Alltag? Hier hat auch noch einen. Die Eurowings Langstrecke hat einige 340er. Letzteres. Zum Beispiel, Christian, ja. Man findet eine Online-Demo für den Test der Lufthansa Group. Ach was. Nice to know. T-Check will gelernt sein. Also um es ein bisschen abzukürzen, ne? Ihr seht es ja bei diesen, zum Beispiel... Descent ausrechnen. So ein bisschen Kopfrechnen für die Sachen, die man so braucht. Mal 3 durch 3 mal 5. Das hat man relativ viel. Dann bei abstrakten Versagen im Alltag hilft es, Ruhe zurück, durchatmen und den Überblick versuchen, im Geiste vorzustellen. Ja, absolut. Absolut. Sachen merken hilft halt unfassbar, ne? Wenn wir mit Frequenzen zugeschmissen werden, wenn wir mit Headings, Höhen und Q&As zu gedröhnt werden. Dafür war doch jetzt kein Test da. Sind ja trotzdem kognitive Eigenschaften, die du hast. Es ging ja, also meine Aussage war ja gerade nicht, dass sich das auf die Tests bezieht, sondern welche kognitiven Eigenschaften helfen uns im Alltag? So ist die Frage zumindest gemeint als Pilot, weil das sind ja nur die Sachen, die im Test davon überprüft werden. Und wir wollen ja aber wissen, was hilft uns davon wirklich? Weil es ist ja, zur einen Seite relativ abstrakt, irgendwie eine Würfelklappe zusammenzubauen. Es ist ja aber nicht abstrakt, irgendwie, wenn man auf dem Funk die Flieger hört, zu wissen,
wo es hingeht. Liegt sicher nicht beim Verteidigungsministerium. David, das weißt du doch gar nicht. Woher willst du das denn wissen? Ja, schon klar. Aber welche Tests zielte auf Kopfrechnen? Die Kopfrechnen-Tests bei der Lufthansa zielen auf Kopfrechnen? Richtig so! Danke, McRalph. Dankeschön. Also, eine Menge. Ne? Das wird einmal am Test quasi abgetestet und der Rest kommt dann sozusagen durch den Tag. Lexa hatte das am Anfang aber schon richtig, richtig gut, den du gezeigt hast, das stimmt, richtig, richtig gut zusammengefasst. Dann, das ist der viel größere Teil und auch der viel wichtigere, die soziale Kompetenz. Beim Test der Lufthansa, bei dem ich ja teilgenommen habe, kommt die soziale Kompetenz erst im zweiten Einstellungstest. Das finde ich ziemlich interessant. Sie sagen nämlich, wer die ganzen kognitiven Fähigkeiten nicht mitbringt, der muss auch nicht zum zweiten Test kommen. Fand ich mal relativ interessant. Und da wird dann das zweite Mal sozusagen ausgesiebt. Also, soziale Kompetenz, ein typischer Fall, wie er da vorkommt, wäre genau das. So ein richtig schönes Gruppenspiel. Kann auch gerne meins nochmal danach sagen. Und genau so läuft es. Dahinter sind zwei Psychologen, beziehungsweise drei in dem Fall. Ne, die beobachtet die Tante, der Typ beobachtet den Typ und die wird noch von einem Psychologen, der hier sitzt, beobachtet. Und dann muss man da fleißig sein, Spielchen machen. So, wenn man das Bild so anguckt, so ist es ein bisschen klein, ne? So habe ich das zumindest interpretiert. Sie sitzt da, ich zeig's euch, ihr Lappen. Die in der Mitte sitzt einfach nur da. Sie ist nur da, weil Papa das gerade möchte. Und der Typ denkt sich, oh mein Gott, kompetent wirken bei völliger Ahnungslosigkeit. Check. So ein bisschen fühlt es sich auch tatsächlich so an bei den Gruppenspielen, weil man wirklich, die Gruppenspiele sind, da kann man Glück und Pech haben mit seiner Gruppe. Bei mir war es tatsächlich so, beim Einstellungstest, das war ziemlich witzig. Wir hatten irgendwie so ein Tourismusunternehmen und da mussten, es mussten irgendwelche Plätze belegt werden. Und diese Plätze, die du belegst, musst du dann untereinander ausdiskutieren. Bist du irgendwie zu 6 oder zu 7 und dann von Platz 1 bis Platz 7 musst du dir selbst in der Gruppe, musst du irgendwie miteinander klarkommen, dass jeder eine Position hat. Du sollst irgendwie nach 5 Minuten ein Zwischenergebnis liefern und nach einer Viertelstunde sollst du fertig sein. Und ich hatte die Zeit im Blick. Ich habe halt gesagt, ey, wir sollen nach 5 Minuten das erste Ergebnis liefern, ne? Wir müssen jetzt irgendwie mal Positionen festlegen. Danach können wir immer noch darüber diskutieren. Hat dazu geführt, dass ich von Anfang an auf Platz 7 war, als Schlechtester. Und ich habe dann nach 10 Minuten versucht, dagegen anzureden. Und ich bin hoffnungslos dabei untergegangen und habe sicher und solide mein erstes Rollenspiel als sozusagen letzter und schlechtester absolviert. Es war großartig. Man weiß dann halt nicht, was rausgekommen ist, aber wie hast du dich dabei gefühlt? Das hat die Psychologen aufgeschrieben. Sehr schön. Ich auch bei Volkswagen. Ist das so, Astro Conci? Oh Mann. Also Tipp 1. Nicht den Zeitwächter spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Zeitwächter extrem gut ankam. Aber das ist nur meine Einschätzung. Ja, bester Fail aller Zeiten. Heute bin ich froh drum. Also so ein typischer soziale Kompetenztest. Den konnte ich mir nicht nehmen, einfach weil ich es witzig fand. Wie geht man sonst sozial in der Kompetenz mit seinem Kapitän um? Ihr kennt die beiden im Millennium Falcon. Und Han Solo erzählt einen Witz. Hey Chewie, wofür stehen die drei Streifen beim Co-Piloten? Lesen, schreiben, rechnen. Wofür die vier beim Kapitän? Lesen, schreiben, rechnen und bestimmen. Soziale Kompetenz. Warte. Han Solo guckt rüber. Wie? Ist nicht lustig, dass ich bestimmen darf? Nächste Bild. Ich fand das witzig.
dann sitzt Han halt links und nicht mehr rechts. Beziehungsweise rechts und nicht mehr links. Sie haben die Plätze gewechselt. Großartig. Mal wirklich. Leadership and Teamwork. Was macht einen guten Kapitän? Chewie übernimmt die Weltherrschaft. So ist es. Was macht in eurer Welt einen guten Kapitän? Was kann ein guter Kapitän? Was macht einen guten Kapitän aus? Warum würde man sagen, nach einem Umlauf, hey, das war aber ein guter Kapitän? Was fällt euch da so ein? Fällt euch da was ein? Nett sein, aber Einfluss haben. Nett sein, aber Einfluss haben. Das klingt schon mal gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall. Kühle Entscheidungen, schnell treffen. Gute Absprache mit dem Co. Gute Absprache, ganz wichtig. Kommunikation. Immer Ruhe bewahren. Offen, aber bestimmt. Kuchen mitbringen für die Crew. Ja, Christian, das sind aber die Pro-Hacks. Das sind die Pro-Hacks. Kuchen mitbringen für die Crew, das zählt nicht. Das kann man nicht wissen. Handlungskompetenz. Ein guter Kapitän weiß, wofür alle Knöpfe sind. Stimmt. Wenn ich ihn verstehe. Sicherheit ausstrahlen. Gefällt mir auch. Wenn er nicht nach Alkohol riecht. Ein guter Kapitän nuschelt nicht durchs Mikro und ist nett. Ah, es gibt auch gute Kapitäne, die durchs Mikro nuscheln. Es gibt auch gute Kapitäne, die nicht nett sind. Anhören, bewerten, entscheiden. Empathie. Ach, Rammel, du Schleimer. Absolut. Ein guter Kapitän ist wie Sully. Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Oh mein Gott, Emotion Fan. Es gibt auch so Doktorspielchen mit so einem Metallstab. Und wenn man mit dem Stift an den Metall rankommt, piept es. Okay. Frag den FO, ob er das erste Leck fliegen möchte. Gefällt mir auch. Ich hatte mal von Frankfurt nach Dresden einen, der war wie Papa, hat alles erklärt, jeden persönlich gegrüßt und verabschiedet. Halber Technik-Stream. Gute Mathe. Ja, viele, viele richtige Sachen auf jeden Fall dabei. Hey du, möchtest du heute ein bisschen Tag ziehen? Wenn dann keine Kiste Bier und dann so. Also so eine Mischung aus vielem, was ihr gesagt habt, ne? Empathie mit als wichtigstes. Entscheidungsfindung. Also ein guter Kapitän ist decisive. Er hört sich seine Kabine an, er hört sich seinen Co-Piloten an. Also er nimmt andere Meinungen ernst und nicht nur seine eigene. Er kommuniziert gut, er kommuniziert, was er möchte. Kommunikation machen wir selber nochmal. Ein bisschen Beispielen. Sicherheit ausstrahlen auf jeden Fall. Alles Fliegerische sowieso, ne? Seine Procedures kennen und so weiter. Und ein guter Kapitän macht gute Stimmung. Das ist nämlich dieses kleine Kuchen mitbringen. Das hört sich so trivial an, aber genau das beinhaltet es so. Der Kapitän ist, wenn ihr euch so einen Umlauf vorstellt, zu 90% für die Stimmung an Bord verantwortlich. Leider wissen das einige Kapitäne nicht, aber er bildet das Team hauptsächlich. So, das ist einfach so, dass der Kapitän hauptsächlich das Team bildet. Und wie gut das Team funktioniert, ist wirklich zu 90% davon abhängig, wie der Kapitän das Ganze mitbringt. Jack Kuchenbacken für den DLR-Test. Ja, Christian, das bist du auf jeden Fall vorne dabei. Kooperativer Führungsstil heißt das bei dem beim Militär. Ah ja. Rammel, stimmt das? Cool. Wir gehen noch weiter drauf ein nachher. Was macht einen guten FO? Was macht einen guten ersten Offizier? Kein Plan. Kein Plan. Mag ich. Was macht einen guten ersten Offizier? Ah, okay. Guter FO braucht eine brutale Sonne. Lexa, das stimmt. Was ist das? Ein erster Offizier, Manni, der Co-Pilot sozusagen. Ein guter FO fängt die Stewardessen vom Piloten ab. Gefällt mir. So, ich muss in die Feuerwehrübung vorbereiten. Passival, viel Erfolg bei der Feuerwehr und beim Übung vorbereiten. Immer Kaffee holen ohne nachfragen. Er lässt gerne das Gooch-Skill fallen. Widerlich. Lacht über die Witze des Kapitäns. Oh, Jackman, das stimmt leider. Hallo, ich wollte gerade ins Flugzeug einsteigen, aber die Jetty war schon weg. Kein Thema, E-Curse. Mutiger Sprung. Immer einen Schirm dabei. Technisch versiert sein. Ja? Hey Sabrina, bringst du mir noch einen Kaffee? Im Prinzip das Gleiche. Ja, das trifft es. Ne? Also der erste Offizier ist ja eben der Stellvertreter an Bord des Kapitäns. Ich muss auch sagen, über so seine Laufbahn als erster Offizier ist es ja wirklich so, die ersten Flüge, die du nach der Ausbildung machst,
Da bist du halt wirklich nur dafür da, dass wenn der Kapitän irgendwie aus irgendeinem Grund gerade hops geht, weil er, weiß ich nicht, weil er irgendwas Medizinisches hat oder weiß was Falsches gegessen hat, dass du in der Lage bist, das Flugzeug sicher runterzubringen. Das ist deine Aufgabe als erster Offizier und keine andere. Mit der Zeit entwickelt sich das ja. Das entwickelt sich halt immer weiter. Mace, moin moin. Nicht nur stur die Anweisung des Kapitäns aus Yonuru. Perfekt, kommen wir auch noch drauf. Genauso ist es. Und ihr könnt euch dann wirklich vorstellen, über so seine Karriere als intelligenter, wie der Typ, ne? Über die Karriere als Co-Pilot wächst man auch immer mehr damit rein, dass man immer mehr auch im Geschehen des Flugzeugs quasi dabei ist und immer mehr übernimmt und immer mehr auch mit den Kapitänen zum Beispiel unter die Arme greifen kann bei bestimmten Sachen. Das entwickelt sich also. Kurz, finde ich, macht einen guten Kapitän, macht einen guten ersten Offizier einfach einen guten Stellvertreter des Kapitäns. Wenn beide hops gehen, wer ist der Nächste? Untypical Gamer ist dann der Nächste. Achso, und ein guter Kapitän macht Kapitäne. Oder Kapitäninnen. Ist die geführte Hierarchie eigentlich so hoch zwischen Kapitän und FO, dass das im Hinterkopf eigentlich auf Augenhöhe? Marcel, kommen wir noch drauf. Stichwort CRM, kommen wir noch drauf. Fliegst du eigentlich immer mit dem gleichen Co-Piloten? Ich bin Co-Pilot und fliege immer mit anderen Kapitänen. Für den Ersteindruck als FO sollte man nicht die coolere sein. Reicht mir. Wo bin ich der Nächste? Wenn beide hops gehen. Was macht einen guten Purser? Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, weil man im Simulator hat man da halt relativ wenig Bezug zur Kabine. Was macht einen guten Purser? Schwierig. Natürlichkeit. Er denkt mit. Was ist das nochmal? Die Stammesälteste. Chef-Stewardess oder Chef-Steward. Freude an seinem Tun. Ja, absolut, Ogleo. Also positive Ausstrahlung, definitiv. Wenig Verständnis für die Arbeit im Cockpit. Ein wenig Verständnis für die Arbeit im Cockpit. Mhm. Kommunikation bestimmt kritikfähig. Ja, Finn, absolut. Das ist immer gut. Das kann man immer schreiben. Ein guter Purser achtet auf die Qualität des Bordservice. Das ist sehr richtig. Das stimmt. Auf alle Situationen ruhig und besonnen reagieren. Zahlmeister auf dem Schiff. Ja, ich hätte so gedacht, ein guter Purser ist eine sehr, sehr gute Schnittstelle so zwischen dem, was in der Kabine passiert und dem, was im Cockpit passiert. So wie geschrieben wird, er muss so ein bisschen verstehen, was unsere Aufgaben sind. Wir müssen ein bisschen verstehen, was ihre oder seine Aufgaben sind. Wo ist der Partyminister? Das stimmt. Und der Purser ist sozusagen wirklich einfach nur die beste Schnittstelle, die wir haben zwischen Kabine, was passiert hinten und was passiert vorne. Deswegen würde ich sagen, einen guten Purser macht einfach aus, dass er eine gute Kommunikation zwischen Kabine und dem Cockpit aufrechterhält. Auf die Passagiere achten, alles was die Arbeit hinten angeht, sowieso. Das ging ja so ein bisschen auf unsere Perspektive. Alles was die Kabine angeht, sowieso. Stimmt, ich habe es aus Passagiersicht gesehen. Hätte ich dazu sagen sollen. Und was macht aus Pilotensicht einen guten Flugbegleiter aus? Haben Pörser auch eine Ausbildung oder so einen Flieger im Notfall unter Anleitung runterzubringen? Nein, Emex. Sowas gibt es nicht. Ist mehr als nur Gastro. Naja, erinnert euch an letzten Donnerstag, als wir uns den Unfall im Hudson angeguckt haben. Ne? Kaffee. David, das sagst du einmal, dann kriegst du die nächsten 5 Tage keinen Kaffee mehr. Wenn sie Bier bringt. Das ist Passagiersicht, hoffe ich. Sicherheitscheck, Notfall. Absolut. Achtet auf die Wünsche der Piloten. Ultra nett erscheint der immer lachende Mensch mit 24 Stunden positiver Ausstrahlung. So ein schöner Satz. Geht ja um die Crew. Das war meine falsche Sichtweise. Genau, also die Frage ist aus Pilotensicht. Was macht aus Pilotensicht einen guten Flugbegleiter? Trinke ich eh noch nicht. Oh, stimmt. Für mich ist es tatsächlich, ist lustig, wie viele Leute immer dieses WLAN im Notfall. Ja, das stimmt. Stimmt, Lexa. Für mich ist es tatsächlich, sind gute Flugbegleiter. Piloten müssen sicher sein, dass der Laden läuft. Gute Flugbegleiter haben keine Angst, ihre Bedenken zu äußern.
Tatsächlich ist ja das Hierarchiegefälle im Cockpit relativ flach. In die Kabine ist es aber gedacht nicht mehr so flach. Das heißt, ein guter Flugbegleiter ist jederzeit in der Lage, einfach seine Bedenken zu äußern, auch dem Kapitän gegenüber. Wenn du am Boden sitzt und hinten fängt aus irgendeinem Grund irgendein Ofen an, wieder blöd zu rauchen oder so, dann nimmt er das Telefon in die Hand, ruft vorne an und sagt, hallo, hier hinten qualmt's, was soll ich tun? Das ist für mich aus Cockpit-Sicht die wichtigste Funktion von dem Flugbegleiter. Das sind unsere Nasen, Ohren, Auge, unsere Sinne in der Kabine, die wir vorne nicht haben. Es kann ja sein, dass sich hinten schon ein Fehler abzeichnet oder weil irgendwas kaputt ist, was die Systeme noch gar nicht kennen. Deswegen sind die Flugbegleiter, unsere Augen, unsere Sinne einfach in der Kabine. Habt ihr Fallschirme an Bord? Nee, wir haben keine Fallschirme an Bord. Genau. Gut. Ein Beispiel. Das ist ein super Beispiel, wenn es um soziale Kompetenz geht, und zwar wie es so zwischen Kapitän und Copilot laufen kann, wenn es nicht so gut läuft. Am 14.11.1990, Alitalia 404 von Mailand nach Zürich. Den Fall kennen bestimmt einige. Das liest sich auch, wenn man das so liest, ist das echt einfach nur krass, wie sich das liest, weil man wirklich nur mit dem Kopf schüttelt. Also Marcel kennt den bestimmt, vielleicht noch einige andere, der Klenk kennt den auch. Ich meine wirklich einige. Ist auch nicht schlimm, ich stelle euch das vor. Das ist nämlich ein super Beispiel, wie soziale Kompetenz einen Unfall verhindert hätte. Und zwar, die Alitalia 404 von Mailand nach Zürich 1990, ne, über 30 Jahre her, war eine DC-9, die ein ILS auf die 1-4 in Zürich fliegt. Gute DC-9, sieht so aus, das Ding. Wer sie noch kennt. Ist das das mit dem Berg? Ja, Ufus. Das ist das mit dem Berg. Die sind quasi vor, wer das ILS auf die Bahn von Zürich kennt, da ist immer so ein Berg direkt davor und da sind die reingeflogen. Unfall. Die sind in den Berg geflogen. Wie kam es dazu? Das ILS-Instrument des Kapitäns hat einfach anders angezeigt als das ILS des Co-Piloten. Beim Kapitän waren die sicher auf dem ILS established, also der Kapitän war Pilot Flying, ist dem ILS hinterhergeflogen und beim Co-Pilot wurde die ganze Zeit quasi angezeigt, dass sie deutlich zu tief sind. 300 Meter knapp waren sie zu tief. 300 Meter ist 1000 Fuß, ne? Müsst ihr euch mal überlegen, wie viel das zu tief ist. Der Co-Pilot hat den Kapitän darauf hingewiesen, dass er meint, der Kapitän ist weitergeflogen. Der Co-Pilot hat ihm mehrfach darauf hingewiesen, dass das so ist. Der Kapitän hat gesagt, du, wenn wir zu tief wären, wie kann denn das sein, dass, dann würde ja der Tower Bescheid sagen. Das ging so weit, dass der Co-Pilot einen Go-Around eingeleitet hat, den der Kapitän abgebrochen hat. Und Sekunden später sind sie in den Berg geflogen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hat sich tatsächlich genauso zugetragen. Also der Kapitän zeigte aufs ILS, Copy zeigte, die sind zu tief. Keine Fehleranalyse, der Copy äußert seine Bedenken, wurden aber ignoriert. Und der Kapitän setzt seinen Anflug fort, bricht wirklich das Go-Around-Manöver ab. Es gab sehr viele solche Fälle, bevor man CRM entwickelt hat. Das stimmt, der Klang. Aber es ist halt ein super Beispiel dafür. Was ist ein Go-Around? UFO ist ein Durchstartmanöver. Naja, wir müssen bedenken, es ist 1990, ne? Es war vor 30 Jahren. Wie kann das passieren? Ja. Denk mal 30 Jahre zurück. Ein bisschen was hat sich geändert daraufhin. Zwei Sachen. Note 1 von der Sicherheitsuntersuchung war, es müssen auf jeden Fall flachere Hierarchien her. Captain, der Kapitän, Crew Resource Management, genau. 1:1 Flug mit manchen Persönlichkeiten, die man aus der Sim-Branche, ja. CRM wurde nach Teneriffa eingeführt. Ich weiß nicht, ob es für CRM so ein konkretes Datum geht. Und Teneriffa waren doch eher Funkprobleme und nicht CRM, oder? Also, dass Sachen falsch verstanden wurden. Weniger, dass wirklich soziale Unterschiede quasi dazu geführt haben. Heutzutage Goron verweigern, schlimmsten Fall strafrechtlich verfolgt auf beiden Seiten. Genau, das ist nämlich eine Sache, die sich daraufhin geändert haben. Ein einmal angefangener Goron muss zu Ende geflogen werden. Erstens. Und zweitens gab es die Empfehlung, soziale Hierarchien müssen flacher sein. Goron ist Goron, fertig. Ja, aber mit Erstzeit da. Hi Bacon, welcome back. Lieber einen zu viel als zu wenig. Ja,
Aber ich habe das gelesen. Ich kannte den ganz grob, den Fall, aber da war so leichter Schauer über den Rücken, wenn man sich wirklich vorstellt, dass du einen Go-Run einleitest, der Kapitän sagt, nein, brich den ab und du fliegst in den Berg. Das muss man sich mal vorstellen. Redet man unter Piloten über den Alpenfall? Selten. Was gibt's da zu reden? Da gibt's halt nicht viel zu reden. Deswegen macht man das nicht allzu oft, muss ich sagen. Aber der Papierkrieg anschließend. Ach, der ist gar nicht so groß. Doch, der Kapitän hat sein Ding gemacht und der FO hat sich nicht getraut zu widersprechen. In Teneriffa? Oh, da musste ich gucken. Wie hättest du dann als FO reagiert? Ja, Klenk, das kann ich nicht sagen. Man kann nie rückwirkend sagen, wenn ich da gesessen hätte, hätte ich das und das gemacht. Ich weiß nicht, wie es ist, 1990 zu fliegen. Ich weiß nicht, wie Hierarchiegefälle aussehen. Ich bin kein Italiener. Ich kenne den Anflug nicht mit einer DC-9. Ich saß noch nie. Also, es gibt so viele Sachen. Würde ich heute sehen, dass ein Kapitän irgendwo dabei ist, in den Berg zu fliegen, würde ich ihn den Flieger wegnehmen und durchstarten. Dann drücke ich auf meinen Takeover-Push-Button, sage Go Around und mach den. Und dann kann er drücken, was er will, dann fliegen wir das. So einfach. Ging das damals? Kann der DC-9 das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau. Genau. Aber deswegen, es ist ganz schwierig. Du kannst nicht sagen, wenn du daneben gesessen hättest, wäre es nicht passiert, weil, weiß man nicht, ne? Genau. Aber wenn du siehst, dass sowas passiert, dann, wie findest du der Takeover-Button? DC-9 mit Sidestick. Genau. Takeover-Push-Button ist quasi so ein kleiner Button am, wo ist mein Handy? Da. Hier unten haben beide Seiten. Hier ist er. Und wenn du den drückst, quasi, dann ist es dein Flugzeug. Dann kann der andere lenken, was er will. Gibt's auf beiden Seiten. Lenken, machen, tun, was er will. Dein Flugzeug. Kann er nichts mehr machen. Wenn der Kapitän dann wieder den Takeover-Button drückt, musst du auch wieder los, das noch neu drücken. Das Spiel kann man stundenlang machen. Ja, Christian, aber dann ist man wenigstens wahrscheinlich weg Richtung Anflug. Absolut. Aber das muss er sich ja dann schon sehr gut überlegen. Also warum sollte ein Kapitän, wenn du ihm schon das Flugzeug wegnimmst und einen Go-Run machst, das nochmal overrulen? Also, das ist ja völlig absurd. Das ist ja völlig absurd. Herr Blue 202, kenne ich nicht. Kenne ich leider nicht. Ja. Gut. Angekommen. Man muss sich ein bisschen durchsetzen können. Flache Hierarchien hat sich geändert, genau. Und leider noch nicht überall. Gerade wenn man so Richtung Osten guckt, ist das mit den Hierarchien noch nicht ganz so angekommen. Russland, China und sowas. Russland weiß ich nicht mehr, will ich gar nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber gerade in China weiß ich noch, da hat man irgendwie seinen Co-Piloten Leben lang 15 Jahre nichts zu sagen und dann wird man Kapitän und auf einmal hat man alles zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber Stinsi! Und wenn der böse Pilot, der erste, der den, ja, dann kannst du das wieder überdrücken. Das Spiel, wie Christian gerade sagt, Stinsi, kannst du denn hin und her spielen? Rammel, ja, wir schnacken nachher. Bis gleich, nachher, wie auch immer. Welche Eigenschaften müssen wir sonst noch so mitbringen? Finde ich mit als wichtigste Eigenschaft Empathie, wenn ich weiß, was Empathie ist, ne? Die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Also, don't be a Hannibal, be a Gandhi. Bei Korean gab es Änderungen, auch nach dem Unglück, als der FO sich nicht getraut hat, den Kapitän zu korrigieren. Mhm. Gutes Foto für Empathie, oder? Warum ist Empathie so wichtig? Nun, wir können damit ganz viele Sachen feststellen, was unser Gegenüber denkt oder macht oder tut. Wir können uns einfach da reinversetzen. Das hilft zum Beispiel, wenn wir ihm was sagen wollen und der kann ganz gerade gar nicht zuhören, weil er funkt oder irgendwas anderes macht, dann ist es sinnvoll, irgendwie zu warten. Und das gilt für ganz, 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 ganz viele Sachen, dass wir mit der Empathie einfach fähig sind, uns in den anderen reinzudenken und so auch relativ gut wissen, was sind da die Bedürfnisse und was können wir dafür oder dagegen tun. Kommunikation. Die gute Two-Way-Kommunikation. Als Pilot kann man es nicht mehr hören. Weiß jemand, was Two-Way-Kommunikation ist? Immer wenn wir kommunizieren?
Senden und Empfang bestätigen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau so ist es. Also Two-Way-Communication im Cockpit, bei allem, bei allem. Das nervt tatsächlich fast schon ein bisschen. Aber alles, was wir sagen, wird vom anderen in irgendeiner Form. Das muss kein Check sein oder das muss kein Satz sein. Ein Nicken reicht auch, ein reicht auch oder ein reicht auch. Also irgendwie dem anderen erkenntlich machen, bei mir ist angekommen, was du gesagt hast. Das ist halt super wichtig, weil nur so ist sichergestellt, dass das, was du gesagt hast, beim anderen auch angekommen ist. Sprecht ihr als Piloten auch mit Passagieren, die massive Flugangst haben und wissen will, wer im Cockpit sitzt? Ja, Nemex. Ja, vorm Flug. Ja, reicht. Clank, ich habe erkannt, bei dir ist angekommen, was ich gesagt habe. Dankeschön, dass du das gleich als Beispiel bringst. Gefällt mir sehr gut. Ist aber tatsächlich so. Alles wird irgendwie zurückgelesen. Und dann bleiben die. Nee. Eindeutig und sachlich reden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das gucken wir uns nämlich gleich mal an. Das gute Beispiel. Jungs, wer eine Dame oder Damen wären ein Boy oder Boy wären ein Boy oder Mädels wären ein Mädel zu Hause hat, ihr kennt das. Eindeutig sprechen. Das ist so einfach. Oder auch nicht. Eure beste Hälfte, eure Schwester oder sonst wer sagt, hier ist es aber dunkel. Ist das eindeutig? Und oder was kann denn das bedeuten? Warum liegt hier Stroh? Ja, wo denn? Kano. Ja, weiß ich, aber passt gerade nicht so richtig ins Thema. Gerne entweder danach oder morgen. Oder ein andermal. Ich habe nur 40 Jahre gebraucht, um das zu 50% zu lernen. Okay, aber was kann das denn wirklich bedeuten? Hier ist es aber dunkel. Was kann das bedeuten? Später mal. An sich weder gut noch böse, das Denken macht das erst dazu. Ha. Es ist Nacht, das Licht ist weg. Genau. Also hier ist es aber dunkel, das Licht ist weg. Also sachliche Ebene, hier ist es dunkel. Gut. Was kann das noch bedeuten? Ich hätte es gerne heller. Genau. Aufforderungsebene, mach das Licht an. Also hier ist es aber dunkel, kann durchaus heißen, mach das Licht an. Was kann es noch heißen? Mach das Licht an, du Noob. Genau. Zwei Sachen gibt's noch. Wer kennt die vier Botschaften einer Nachricht? Depri. Entschuldigung. Ist halt wirklich wichtig zu wissen, dass es wirklich mehrere Bedeutungen haben kann. Gibt noch eine Selbstoffenbarungsebene. Also, du kannst ja besser sehen als ich, also hilf mir, weil ich kann es nicht sehen. Und es gibt die Beziehungsebene. Oh mein Gott, du weißt doch, dass ich im Dunkeln nichts sehe. Sehr gut. Genauso ist es, Ghost Reaper. Also ziemlich genau die Sachen kann es bedeuten. Das wären zumindest die vier, die ich so auf die Schnelle gefunden habe, die es... Ups, warte mal. Eigentlich müsste das hier Magic-mäßig... Och Mann... passen. Also, mach das Licht an. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Du siehst besser als ich. Hilf mir. Das kann alles bedeuten. Hier ist es aber dunkel. Heißt im Umkehrschluss, es ist gar nicht so einfach, eindeutig zu reden. Im Cockpit wollen wir ja, aber sowas nicht. Wir wollen nicht sagen, es ist dunkel. Wir wollen sagen, mach die Seatbelt-Signs an. Oder nicht, meinst du, die laufen hinten noch rum? Oder, weiß ich nicht. Findest du nicht auch, wir sollten die Photonenbremsen aktivieren? Wenn ein besonders smarter Kapitän dir sagen will, mach doch mal die Lichter in 10.000 Fuß an. Und du dir denkst, was willst du von mir? Lodger, Hallöchen. Schnallen wir sie an. Schnallen wir sie an, ist auch relativ eindeutig. Also wenn du eine Kapitänin hast, dann ist natürlich wieder fraglich. Ach cool, also Klassifizierung kann ich tatsächlich noch nicht. Photonbremsen. Die guten Lichter, ja. Warte, kann ich dir auch zeigen? Das sind die guten Photonbremsen. Die stellen sich nämlich so in den Wind und die bremsen tatsächlich ein bisschen. Klingt nach Enterprise. Habe ich schon gehört. Lange nicht mehr in der Disco gewesen, oder? Mach mal die Strobes an. Oh, Klassiker, gefällt mir. Gefällt mir.
So, was machen wir sonst mit unserer Kommunikation? Wir sprechen etwas lauter als normal. Und achten da natürlich darauf, hat man gegenüber gerade Kapazität, obwohl das wieder ein bisschen mehr so in Richtung Empathie geht. Multitasking. Gibt es das? Was von beiden wollen wir sein? Was von beiden wollen wir sein? Jetzt wird es philosophisch. Sind wir die nette Dame, die alles gleichzeitig macht? Kann ich, glaube ich. Musst du da hinten ran? Ja. Wartet kurz, ich muss euch kurz aussperren. Da. So, sorry. Hinter mir musste gerade Sportzeug rausgeholt werden. Umgeh, die will ich auch. Zwei Dinge zu 50% und eine Sache zu 100%. Genau. Also, ganz kurz gesagt zum Multitasking. Es gibt kein Multitasking. Multitasking ist Bullshit. Entschuldigung. Es gibt kein, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Es gibt nur, ich mache eine Sache und mache danach eine andere. Ich rede mir zwar ein, drei Sachen gleichzeitig zu machen, ist aber nicht so. Du kannst gut immer nur eine Sache machen. Also ist die Frage nicht, wie viele Sachen kann ich gleichzeitig machen, sondern die Frage ist, welche Sachen mache ich zuerst und welche mache ich danach. Ist also immer eine Frage des Priorisierens. Was halt für unsere Arbeitseinteilung so ziemlich das Wichtigste im Cockpit überhaupt ist, gut zu priorisieren. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig und was ist dringend, was ist nicht dringend. Genau so ist es. Das Eisenhower-Prinzip passt halt einfach super dazu. Es gibt zwei Arten Probleme, die dringenden und die wichtigen. Die dringenden sind meistens wichtig und die wichtigen sind meist nie dringend. Genau so ist es nämlich. Beziehungsweise die dringenden sind meistens nicht wichtig und die wichtigen sind meistens nie dringend. Wo ist der Unterschied zwischen dringend und wichtig? Kriegt das einer in so einem Satz kurz zusammen? Stream schauen, TikTok schauen, einen rauchen, Red Bull in der Hand. Ich kann vier Sachen. Und doch machst du immer nur eins gleichzeitig. Während du trinkst, kannst du nicht rauchen und TikTok schauen und Stream schauen. Ja, vielleicht so über die Seite, ne? Aber so richtig machst du da nichts. Spencer gefällt mir. Erstmal A340 Engine Failure. Na, beim 340 ist das ja auch entspannt. Kaffee, dann um die Öltemperatur kümmern. Absolut richtig. Absolut richtig. So macht man's. Bin ich voll dabei. Wichtig ist abbiegen, dringend ist den Blinker setzen. Dringend zwingt sich auf, wichtige sucht man sich aus, das trifft es ganz genau. Also beim wichtigen, Sachen, die wichtig oder nicht wichtig sind, da frage ich immer danach, muss ich sie tun oder muss ich sie nicht tun? Also mit anderen Worten, welche Konsequenz hat das für mich, wenn ich sie nicht tue? Dringende Sachen muss ich tun, die Frage ist nur wann. Also hat das eine Konsequenz, wenn ich sie später tue oder muss ich sie früher machen? Also dringend zwingt sich auf, wichtig sucht man sich aus, trifft es in dem Fall genau auf den Punkt. Also Matt Kü, einen wunderschönen Hallöchen. Aviate, Navigate, Communicate, kann Leben retten, hat auch schon viele Leben gerettet. Absolut Aquila. Du, zentriert, Manu. Reicht. Großartig, genau so ist es. Also ich will wirklich nur sagen, dieses Multitasking, das gibt es nicht. Es gibt nur eins am anderen und das möglichst gut nach Prioritäten ordnen. Also was ist wichtig, was ist später wichtig, was ist dringend, was ist nicht dringend. Time Management, absolut. Priorisieren ist das Wichtigste im Cockpit. Ist einfach so. Ist einfach so. Hat man ja überall gesehen, ne? Selbst von einer... bist du in Dusk gebased? Ich sage nicht, wo ich gebased bin, Spencer. Also als jahrelange Simmer lernt man Funken und Eindringen gleichzeitig. Ja. Du bist das lebende Beispiel, dass du Funken und Eindringen gleichzeitig kannst. Ja. Aber du machst sie trotzdem halt nacheinander. So, zuerst merkst du dir die Frequenz und Funken und Eindrehen, du machst beides nicht hundertprozentig richtig. Würdest du das 40, 50 Mal hintereinander machen, schlagen sich einfach Fehler ein. Zumal ist es gar nicht nötig, beides gleichzeitig zu machen. Es ist auch kein, Christian, es ist einfach kein gutes Habit, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Du machst Fehler. Du machst hundertprozentig Fehler früher oder später.
Jetzt kannst du sagen, mir ist dabei noch nie ein Fehler unterlaufen. Wen interessiert's? Wichtig ist, dass halt weiter keine unterlaufen. Also, merk dir die Frequenz, dreh sie ein und dann Funk. So, wenn du die Sachen sicher hast, kannst du das immer machen, ne? Aber hab dir gerade mal eine PM geschickt. Alles klar, Spencer. Ich liebe Leute, die anrufen, um mir mitzuteilen, dass sie eine E-Mail gesendet haben. Sehr schön. Danke für den Sub. Ja, ganz viele Danke an Virtus für eine Menge Subs. Stressmanagement. Müssen wir leider auch gut drin sein im Cockpit. Eustress und Distress. Was ist Eustress, was ist Distress? Weiß das jemand? Kommen die ganzen Psychostudenten um die Ecke wahrscheinlich? Ja, nein. Eustress, positiver Stress, sehr gut. Genauso ist es. Und Distress eben das Gegenteil. Worin unterscheiden sich die beiden? Eustress wäre, wenn Christian gerade seine Frequenz hört und eindreht. Das ist ein typisches Eustress, weil er fühlt sich dadurch herausgefordert. Er kann die Aufgabe gut meistern. Sie ist zeitlich begrenzt und nicht über einen langen Zeitraum. Und er fühlt sich danach richtig gut und glücklich, dass er beides gleichzeitig kann. Distress wäre, wenn immer weitere Faktoren dazukommen, die dazu führen, dass du eben langsam aber sicher überfordert wirst mit der Sache. Distress ist in einer Not sein, aus der man eigenständig nicht mehr herauskommt. Man muss herausgeholfen werden. Ja, genau so ist es. Distress ist eben genau das Gegenteil davon. Also langfristiger Widerstand, der einen komplett überfordert und der mindert die Leistungsfähigkeit im Gegensatz zum Eustress. Wie erklärt sich das Eu oder Dis? Das ist griechisch. Für Eu gut, positiv, Dis, mies, schlecht. Distress. Distress wäre so ein Birdstrike? Nicht unbedingt. Also ich glaube, ein Birdstrike selbst ist absolut erstmal noch Eustress, weil du der Situation grundlegend gewachsen bist, wenn du natürlich Richtung Hudson fliegen musst, wie letzte Woche. Das ist aber nicht so richtig gemeint mit Distress. Das ist eine Situation, die dich natürlich überfordert. Ich finde das aber eher in Richtung sehr, sehr langen Stress. Also Distress ist eher so ein... sowas gibt es, wenn du zum Beispiel sehr, sehr viel fliegen musst, wenn du einfach ständig im Flugzeug bist und merkst, dass du immer gestresster dadurch wirst. Also das Ende von einem Distress wäre halt irgendwann ein Burnout, sozusagen. Wenn du das immer weiter machst, weil immer weiter Druck auf dem Kessel ist, weil immer weiter Sachen auf dich einwirken, die du nicht mehr alleine handeln kannst. Genau. Also nicht so kurzfristiges Event. So ein Distress kann das natürlich auch sein. Also wenn beide komplett überfordert gewesen wären, aber gerade der Hudson ist ein großartiges Beispiel für Eustress, denn die haben das super gemeistert. Wären die irgendwo in den Häusern gelandet, dann wären sie so überfordert damit gewesen, dass sie handlungsunfähig wären und dann hätten die auch keine guten Entscheidungen mehr getroffen. Oder anders gesagt, wären sie vorher schon im Distress gewesen, wäre das Ergebnis beim Hudson sehr viel schlechter gewesen. Aber nicht als FO im ersten Flug. Als FO im ersten Flug bist du irgendwo so zwischen beiden Sachen, würde ich sagen. Du hast eine Menge Distress, aber das liegt eher an deiner Ausbildungsphase, die sich seit über 2 oder 2,5 Jahren dann schon zieht. Dass du so dieser ständige Druck, den du auf dir einfach hast, die Ausbildung gut zu beenden, den hast du und du musst ja trotzdem Leistung bringen. Das wird so ein Auf und Ab sein, je nachdem, wie es gerade läuft. Es gibt auch einige Unfälle, die darauf zurückzuführen sind. Absolut. Absolut. Gerade Langstrecke mit Übermüdung, Biorhythmus und so. Riesenthema. Riesenthema. Ich liebe Eustress, weil ich dann sehr effektiv bin. Ja, jeder. Gibt es Dysphorie? Wie Euphorie? Dysphorie? Weiß ich nicht. Müsstest du mal googeln. Kann ich nicht sagen. Cool. Haben wir das auch? Das haben wir gesagt. Was tun wir in einer Distressphase? Ach, du kannst jetzt eigentlich schon super zusammengefasst. Wir suchen uns jemanden, der uns da raushält. Bier trinken. Gehört auch zu den Social Competence. Und da habe ich tatsächlich 2 Stories, wo ich es gut gemacht habe und wo ich es wirklich nicht so gut gemacht habe. Ich kann es immer nur Englisch aussprechen. Resilience. Weiß einer? Na gut, da steht es schon, was Resilience ist. So die psychische Widerstandskraft. Jetzt habe ich schon so weit runtergescrollt, dass man sieht. Den Begriff benutzt man, glaube ich, im normalen Sprachgebrauch relativ wenig. Und doch ist es eigentlich bei super vielen Sachen gegenwärtig. Resilience ist einfach wirklich dieses innerliche
ich kann nicht angemacht werden, ich bin widerstandsfähig gegen Stress. Wenn ich angehubt werde, dann raste ich nicht sofort aus. Eine dicke Haut, genauso ist es. Resistent. Ja, eine Form von Resistenz auf jeden Fall. Resistenz auf jeden Fall. Stoisch sein, absolut. Also, ne, gegen Negatives mit Optimismus entgegenzugehen, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verantwortung übernehmen. Dieses Verantwortung übernehmen eigentlich auch ein Riesenteil bei uns Pilot sein. Jeden eigentlich, den ich kenne, der im Cockpit arbeitet, übernimmt super gerne Verantwortung für das, was er getan hat. Ist auch in anderen Berufen ja oft nicht so. Ich merke das immer, wenn ich mit meinem kleinen Drachen rede, da wird immer versucht, die Verantwortung im Büro so weit wie möglich von sich wegzuschieben. Das ist halt immer so witzig, weil das kenne ich überhaupt nicht. Also wenn ich Scheiße baue, Entschuldigung, dann stehe ich dazu, dann war ich das und dann gehe ich auch damit um. So, das war kein anderer, das war ich. Und dann sage ich einfach, dass ich das war und dann geht es einfach. Und das gibt es tatsächlich in relativ wenigen Schichten, wo es so akzeptiert ist, auch zu seiner Verantwortung zu stehen wie bei uns, weil oft dann negative Sachen damit verbunden sind, was bei uns halt nicht so ist. Ich fahre in einen meiner MA, der das lebende Beispiel von Resilience ist. Oh, geil. Singapore Airlines, da dachte ich, ein K3-Auto, wo K3 in Betrieb war, nur weil sie einen Langstreck kaputt waren, nicht mal manuell landen wollten. Das bringt eine Ruhe in seiner Umgebung. Ja. Genau, das sagen aber die wenigsten. Du musst essen gehen. Schoki, cool, mach das. Dank non-punitiver Reporting Policy ist das bei uns auch gang und gäbe. In dem Büro flippt der Chef direkt aus. Ist so, Spencer. Oder nicht mal, dass der Chef direkt ausflippt, aber einfach, dass dir das angehängt wird, dass du dafür verantwortlich warst, das wird halt direkt negativ gespeichert. So, dieses Non-Punitive muss halt wirklich durchkommen, ne? Non-Punitiv-Reporting bedeutet übrigens, dass ihr keine Konsequenzen befürchten muss. Das bedeutet Non-Punitiv, falls man den Begriff nicht kennt. Beispiele, wo ich mit meiner Resilience ein bisschen versagt habe. Ich glaube, das war mit eins der fiesesten Erlebnisse, die ich so in meiner sozialen Kompetenz mit dem Kapitän hatte. Ihr könnt mir, ich sage euch am Ende mal nicht, was ich gemacht habe. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne sagen, wie ihr das gehandelt habt, hättet. Erstes Leg. Sind zusammen 5 Tage unterwegs und unser erstes Leg führt uns von der Homebase nach Catania. Es ist ja immer so, man trifft sich zum Briefing vorher, man beschnuppert sich ein bisschen, dann trifft man sich zusammen mit der Kabine, um ein Team zu bilden. Den Kapitän gibt man dann zum Bus und fährt zum Flugzeug und von da fängt man dann so mit dem richtigen Arbeiten an, sozusagen. Erster Eindruck vom Kapitän war so eher durchwachsen, ruhiger Typ, kam irgendwie auch aus dem Norden, eigentlich schon mal sympathisch. Aber ihr kennt das vielleicht irgendwie, man gibt es ja manchmal so Typen, wo ihr nicht so genau richtig feststellen könnt, hey, das finde ich gerade blöd an jemanden, aber ihr wisst, dass es eigentlich so ist. Konnte ich ja nicht sagen. Konnte ich da noch nicht sagen, was es so genau war. Verhältnis mit der Kabine war auch nicht so gut. Also der Kapitän führt normalerweise dieses Briefing mit der Kabine, sehr wenig gesagt, sehr kurz angebunden, wollte nicht so richtig reden, hat das kurz mit den Worten beendet, er muss noch mal kurz zur Flottenleitung und wir sollen schon mal vorgehen, kam dann irgendwie 5 Minuten zu spät im Bus und hat sich dann auch alleine vorne hingesetzt, während wir anderen 5 alle hinten saßen. Schon mal so, wo man so sagt, kann er alles machen, aber ist irgendwie ein bisschen weird. Schlecht gegangen. Das wäre eine fantastische Erklärung. Nee, der war einfach so. Gut, wir haben den ersten Flug nach Catania. Der Flieger kommt relativ spät an. Das heißt, wir haben sehr, sehr knappen Turnaround und fliegen schon mit Delay los. Nun sind wir in Catania. Ich liebe Kaffee. Catania in Italien. Man muss in Italien Kaffee holen. Ich liebe Kaffee. Ich muss da raus ins Terminal rennen, um mir Kaffee zu holen. Super Herbie, einen wunderschönen guten Abend. Ich erzähle gerade eine kleine Geschichte. Ich war Pilot Monitoring auf dem Flug. Das bedeutet, ich muss einfach nur außen um das Flugzeug gehen und danach alles Eingegebene vom Pilot Flying, das der Kapitän macht. Der hat den zweiten Flug wieder zurückgemacht von Catania. Das heißt, meine einzigen Aufgaben für den Turnaround waren eigentlich zu gucken, ob außerhalb des Flugzeuges alles in Ordnung ist und danach seine Eingaben kontrollieren. Weil wir ja, wie gesagt, nun spät losgeflogen sind, mit dem A321 ziemlich voll hin, ziemlich voll raus. Wir hatten 30 Minuten Turnaround, also kurz no way, das Ding in 30 Minuten umzudrehen. Ich muss aber unbedingt meinen Kaffee holen. Also nicht nur für mich, sondern für die ganze Kabine. Also bin ich wirklich in Rekordtempo bei 30 Grad um den Flieger gesprintet, rein, hab mir meine Schale geholt,
hoch ans Gate klopfen, weil die Tür ist ja zu. Dann hat eine italienische Tante aufgemacht, durchs Gate Kaffee geholt, angestanden, zurück in den Flieger, festgestellt, Boarding ist schon losgegangen, verdammt, durch den Finger raus, um den Mädels hinten den Kaffee zu bringen, hinten durch die Treppe rein, zwei Kaffee hingeschmissen, vorne wieder in den Flieger, auf meinen Sitz. Nichts gemacht. Nichts war im Flieger vorbereitet, obwohl der Kapitän hätte alles eingeben müssen. Er hat nichts gemacht. Ich sitze mich also hin, gucke in dieses Flugzeug und denke mir so, haben wir uns irgendwie falsch verstanden? Wollte ich fliegen? Weil ich dann sogar noch sagte, so, das auf mich nehmen will, hey, wollte ich eigentlich fliegen, weil dann hätte ich alles eingeben müssen. Er so, nee. Ich so, warum hast du denn noch nichts eingegeben? Und dann meint er, ja, ich könnte ja mal wieder ins Buch gucken. Da steht es ja drin, dass der Pilot Monitoring dafür verantwortlich ist, die ARTIS zu holen, also unser Wetter. Und wenn er die ARTIS nicht hat, wie solle er denn arbeiten können, meiner Meinung nach? Was macht ihr? Es war schwer. Belastend. Einatmen und ARTIS holen. Sauer werden. Was ein A. Oder? Ganz, ganz, ganz belastend. Herzlichen Glückwunsch, du hast unseren Entwicklungsleiter zum Kapitän gemacht. Schwer freundlich zu bleiben, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Ja, da ist mir der deutsche Beamte. Also ich habe es auch nicht geschafft, nett zu bleiben. Ich hätte ihm die ARTIS ausgedrückt, freundlich gereicht und gesagt, jetzt kannst du ja losgehen. Boah, Spencer, dann wärst du ein unfassbar geiles Beispiel für massive Resilience. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft. Konsequenten werden gemeinsam weiterleben. Ja, da habe ich auch gefailt. Ich habe die Frequenz eingedreht, wo die ARTIS auf Italienisch oder dann eben auch auf Englisch vorgelesen wird. Habe den Lautsprecher so laut es geht aufgerissen. Habe mein RMP so laut es geht aufgerissen. Das Fenster aufgemacht und angefangen, meinen Kaffee zu trinken. Damit der schön die ARTIS abschreiben kann. Ist massiv eskaliert daraufhin. Er hat mich gefragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe. Und die Stimmung war für die nächsten 5 Tage wirklich scheiße. Aber wir waren froh, dass dann am Ende des Umlaufs einer nach rechts und einer nach links gehen konnte. Weil ich da so keinen Bock mehr auf diesen Idioten hatte. Ist halt hoch unprofessionell. Ich hätte die Situation selbst angesprochen. Ja, hätte ich das bei mir behalten können, hätte ich das auch versucht. Aber da gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts mehr anzusprechen. Wenn jemand so ist, was willst du da sagen? Also, da gibt es nichts. Verstehe die Pointe nicht, weil ich nicht verstehe, was die ARTIS ist. Ophus, du brauchst das Wetter, um die ersten Eingaben in deinem Flieger zu machen. Und er hat mir jetzt vorgeworfen, weil ich nicht kurz diese 3 Klicks gemacht habe, um das Wetter zu holen, dass er ja nicht arbeiten konnte. Und wir hatten halt massiv Zeitdruck, weil wir waren schon zu spät. Und dieses ganze Eingeben der Sachen konnte er jetzt angeblich wegen mir nicht machen, obwohl es 3 Klicks sind. Das kann er auch selber machen. Er hat aber darauf bestanden, dass ich das tun musste. Was halt Bullshit ist, weil das kann er selber. Also jeder weiß, wie man eine ARTIS holt. So. Das ist die Pointe für die, die es nicht verstehen, sag ich mal. ARTIS holen, angefangen. Ja, keine Zeit für das Kommen nach dem Flug bereden. Ja, Seven Mike Papa, in einer idealen Welt hätte ich das auch gerne probiert. Konsequenzen lege ich nur aus, aber ich halte mich an die Linie. Michelle Obama sagt. When they go low, we go high. Ja, aber deswegen ist Michelle Obama auch Michelle Obama. Also das dann wirklich zu schaffen in dem Moment, ne, when they go low, we go high, ist natürlich Optimum. Ist natürlich das absolute Optimum. Ein paar Mal rutscht es mir raus, aber meiste Zeit geht es so. Hast du ihn nochmal getroffen? Wir sind danach nicht mehr zusammengeflogen. Also wir sind dann noch 5 Tage zusammengeflogen, ne? Also, wir haben halt einfach nur dienstlich miteinander geredet und das war auch okay. Und es gab auch keinen Klärungsbedarf, weil da gibt es meiner Meinung nach nichts zu klären. Wer so drauf ist, hat... Oh je, voll der Sickerwiss, ich muss gerade voll ablachen. Dankeschön. Man muss sich immer überlegen, ob sich der Stress lohnt. Ja. Also, ich nehme es jetzt mit Absicht als schlechtes Beispiel, weil das hätte ich besser lösen können. So wie
Der klingt, das ist eine super Idee. Also das einfach selbst ansprechen, das ist super. Die Obama-Masche, when they go low, we go high, das wäre natürlich obergeil. Aber das Bittere ist, das kriegt der ja nicht mal mit. Dann bist du der Einzige, der dich feiert im Cockpit. Aber wahrscheinlich muss man das dann auch mitbringen. Du willst nicht wissen, wie oft ich das hatte. Ach, Spencer. Ernsthaft. Oh, du Armer. Ich fühle das. Wir arbeiten noch zusammen und nicht gegeneinander. Ja. Das Ding ist, du kriegst so einen Satz nicht raus. 30 Grad. Ich bin um Flieger gesprintet, ich bin durchs Terminal gesprintet, ich bin zurück. Ich war einfach nur happy, dass ich im Flieger war. Weißt du, und du bist da nicht, ich bin da nicht so rational, um einfach entspannt sitzen zu bleiben und zu sagen, ey, wir arbeiten noch zusammen. Ich hatte schon Puls. So. Und dann brauche ich niemanden, der den noch erhöht. Was man machen kann, ihr könnt mit einem gemeinsamen Meeting ihn richtig in die Scheiße aussehen lassen. Aber dazu hast du wahrscheinlich schlecht Gelegenheit. Ja, es gibt keine Meetings. Makes the flight great again. Ich gehöre, hebe ich mir aber auch später für einen gekonnten Stich auf. Ja, sehr gut. Ihr müsst auch viel mehr taktieren. Auf gut Deutsch ein OM-Fultischist. Ja, gibt's bei uns auch einige. Draußen am Schütten, denkt man, das ist nett und macht den Auster-Check in der Hoffnung, dass drinnen alles erledigt ist. Oh, ja. Spencer, fühle ich. Fühle ich. Gut, ein schlechtes Zeichen. Also, das war nicht so gut von der Resilience her. Wo hat das ganz gut geklappt? Ja, damit ihr das auch beurteilen könnt, wo das mit der Resilience ganz gut geklappt hat, bei mir war im Chat neulich. Wir hatten neulich im Chat tatsächlich das Germanwings-Thema. Und kennt ihr immer noch den O-Ton von demjenigen, der das gesagt hat? Das fand ich nämlich auch ziemlich krass, dass jemand sowas einfach schreibt. Und ich bin aber relativ entspannt geblieben. Und das war ein positives Zeichen von Resilience, wo ich es wirklich geschafft habe, sozusagen das nicht an mich ranzulassen. Wer es nicht mitgelesen hat, das war O-Ton so. Es ging um den Germanwings Unfall und ich sage weiterhin Unfall dazu. Und er fand diese Formulierung Unfall, er oder sie, Entschuldigung. Genau. Genau. Also es hieß, ich habe es Unfall gemeint und dann meint derjenige, hey, wie kannst du dann als echter Pilot das, was da passiert ist, Unfall nennen? Findest du das nicht ein bisschen schwach den Opfern gegenüber? Und du sitzt halt da und denkst dir, das ist auf so vielen Ebenen gerade so kacke, was du geschrieben hast. Ich habe einfach nur gesagt, du, ich danke dir für deine Meinung und habe es dann ignoriert. Da haben wir es gut geschafft, das von uns so ein bisschen abprallen zu lassen. Ja, und das kann man auch täglich üben. Das war schon eine krasse Südamerika-Dienstag. Ah, stimmt, das stimmt. Ja, ich habe dich schlucken sehen. Ja, da musste ich auch schlucken. Das fand ich schon krass. Es gibt keine Instanz, der gegenüber solche Fälle angesprochen werden könnten. Thomas, wenn man das richtig eskalieren wollen würde, könnte man sowas ansprechen. Aber das wird sich nicht, der Typ ist so. Also es gibt dann einfach nichts, was das ändert. Weil da können die sagen, ja, aber warum bist du denn Kaffee holen gegangen und so? Es ist ja nur zwischenmenschlich. Er hat ja dienstlich nichts falsch gemacht. Das ist halt das Bittere daran, weißt du? Genau. Der Mensch ist bestimmt auch der Pilot. Hatte keine Krankheit. Ja. Unentspannter Typ. Ist so. Gut gelungen, Chat. Genau. Teamwork haben wir noch. Ich dachte, wir waren schon durch. Aber dann sind wir durch, ne? Ha! Zusammen sind wir besser als jeder Einzelne. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ein unentspannter Typ. So ist es. Let's talk a little bit about Teamwork. Was macht ein gutes Team? Ich helfe euch so ein bisschen mit. Gutes Team, meiner Meinung nach, macht immer so eine super offene Kommunikation. Warum wollen wir ein gutes Team haben? Nun, wie gerade vorhin schon gesagt, sind ja nicht nur wir als Cockpit ein Team, wir sind ja auch mit der Kabine ein Team. Und die Kabine ist ganz, ganz wichtig, weil sie, wie vorhin schon gesagt, eben unsere Sinne in der Kabine sind. Es hilft sich gegenseitig, genauso ist es. Es muss aber eben erstmal in der Atmosphäre im Team eine Atmosphäre geschaffen sein, wo sich jeder traut, auch alles zu sagen. Wo offen kritisiert wird, wo offen Sachen angenommen werden, wo es okay ist, kritisiert zu werden. Schwächen erkennen und ausgleichen, nicht vorhalten. Super auch, genau. Eigene Schwächen ansprechen, genauso. Genau das macht halt ein gutes Team aus. Idealerweise entstehen dann Synergien. Kennt jemand den Begriff nicht, zufällig? Was Synergien sind? Ich weiß immer nicht, wie gut das bekannt ist oder nicht. Ich bin mir sicher, die meisten werden es kennen. Weil dann können wir gleich mal gucken, ob wir ein gutes Team sind. Denn wer ehrlich schreiben kann, hey, ich weiß zufällig nicht, was Synergien sind.
Schade, hat nicht funktioniert. Synergien bedeuten einfach nichts anderes, als dass so die Gesamtleistung besser ist als die Summe der Leistung der Einzelnen. Boah, echt, du bist doof. Aha. Wir denken gleich, obwohl wir nichts gesagt haben. Perfekt. Genau. Defizite kompensieren, Stärken kanalisieren. Oh, das hört sich an wie auf so einem CRM-Seminar. Großartig. Ja, also wirklich, dass wir als Team quasi eine bessere Leistung bieten können, als wenn jeder Einzelne immer nur einen Teil gemacht hätte. So wollten wir es idealerweise machen. Warum brauchen wir ein Team? Haben wir ja schon angesprochen, ne? Gerade mit der Kabine zusammen, wenn sie unsere Sinne sind. Klar, kennt auch jeder. Ja, sehr gut. Ich hatte wirklich mal einen Kapitän. Ich fand, der Spruch war irgendwo zwischen Kopfschütteln und Lachen. Wir haben einmal im Jahr so ein Crew Resource Management Seminar, heißt das also, wo man auch mit der Kabine zusammen ist und dann so Fallbeispiele macht, um sich wieder klar zu machen, was man so für ein Team ist oder was man nicht für ein Team ist. Und der Kapitän, zum Glück war da sehr viel Selbstironie bei, das war aber ganz witzig, fand ich. Ich meinte so, ja, warum brauche ich denn diese CRM-Seminare? Ich bin nur der Kapitän, es müssen doch eh alle auf mich hören. Fand ich halt tatsächlich ein bisschen witzig, weil stimmt. Er hat das aber mit genug Selbstironie gesagt, dass halt klar war, dass er es nicht so meint. Und es gibt aber Kapitäne, die das doch so sehen. Onkel Roger, moin moin und einen schönen guten Abend sozusagen zum Ende. Dann war es echt witzig, ein mega cooler Typ war das. Hat sich das auch immer alles brav angehört von der Kabine, hat halt immer mit den Augen gerollt. Aber der hat das super gemacht. Also der hat alles, was irgendwie so gesagt wurde, in einer super offenen und witzigen Atmosphäre gemacht. Zwinker-Smiley, genau. Cool. Also, wir brauchen gute Teams, dann sind wir auch gute Piloten und dann führen wir auch sichere Flüge durch. Denn zusammen als Team sind wir besser als jeder Einzelne. Und so ist es ja auch hier im Chat. Oder, wenn ich was nicht weiß, der Einzelne, ihr wisst es garantiert und helft mir dann und somit helfen wir uns. Und ich finde, das ist ein grandioses Schlusswort zum, welche Aspekte es so in der sozialen Kompetenz im Cockpit gibt. Es gibt noch einige Sachen, die da weiter zukommen. Das sind tatsächlich gar nicht so wenige, deswegen würde ich es jetzt mal zweiteilen. Ich versuche das nächste Mal ein bisschen besser zu strukturieren. Gibt es ein YouTube-Video oder ein Wort von dem Germanwings? Von dem Germanwings-Stream? Von dem Germanwings-Stream? Du meinst von dem, ich sage jetzt trotzdem Unfall dazu, da gibt es kein Wort. Oder was meinst du? Any questions? Von dem Unfall, Vorfall? Nee, es gibt nur den, es gibt den Cockpit Voice Recorder. Aber das war's. Es gibt ja keine Kameras da oben. Also die abgegriffen werden quasi. Ja. Ach, von mir ein Wort. Müsste es geben. Ich weiß nicht mehr, welcher Stream es war. Deswegen wird man da ziemlich lange suchen müssen. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Es ist sicherlich nicht geklippt, hoffe ich. Wie kann man nur so einen genialen, informativen Stream-Präsentation machen? Ja, es war zwischendurch ein bisschen unstrukturiert. Damit war ich nicht zufrieden. Da geht noch mehr. Aber dann würde ich euch in den Abend entlassen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich basteln muss. Ich werde mir den Würfel basteln und dann werden wir live im Stream morgen uns einmal angucken, wie der Würfel dann passt, inhaltlich. Dankeschön, Christian. E-Mail-Adresse Paypal mag mich irgendwie nicht. Ich würde gerne... Oh, was ich bin. Oh, Nuru. Es ist total okay. Ich glaube dir, dass du das geschrieben hast und das ist auch Dank genug. Ansonsten, wenn du unbedingt was loswerden möchtest und das geht, verschenk gerne ein paar Abos. Davon hat das Team noch mehr. Komm auch auf Discord. Darüber freue ich mich viel mehr. Und wenn du einfach dabei bist, dann ist das Dank genug, sag ich mal. Und alles, was da und top kommt, ist einfach nur großartig. Ja, dann haben wir uns heute so ein paar Aspekte angeguckt. Gucken wir dem Flieger noch ein bisschen entgegen, der hier schon so in nächtlicher Stimmung steht. Wir stehen immer noch hier. Ich muss jetzt mal Danke sagen.